Hallo und herzlich willkommen bei Hellgaming 80. Heute gibt es wieder mal ein neues Gameplay von Dead Island Riptide. Ja, wir sind ja schon bei Kapitel 3, Twisted Mind. Wie ihr wisst, das ist hier kein Let's Play, sondern ab und zu mal so ein Gameplay-Video, halt, die ich mal ab und zu mal hier raushaue von diesem Spiel. Ich werde es nämlich durchspielen, aber nicht aufnehmen, weil auf ein Let's Play habe ich hier keinen Bock. Und deswegen werde ich euch mal ab und zu mal so ein bisschen ein paar coole Szenen zeigen. Und ja, hier haben wir gerade eine coole Szene, wir haben nämlich von Zombies angegriffen, die durch Feuer rennen und brennen. Ja, infizierte Zombies auch noch, also nochmal die Hardcore-Arschlöcher, ja. Und ja, wir metzen jetzt hier mal schön fröhlich. Komm her, du. Ja, du ein bisschen langsamer. Du bist ein langsamer, ein Walker. Ja, meine Ausdauer ist am Arsch. So, und bam. Jetzt trinke ich immer wieder kohlensäurehaltiges Mineralwasser natürlich, und dann muss ich hier immer wieder mal so ein bisschen die Luft anhalten, damit ich nicht losrübse. Ja, ich möchte nicht unbedingt meine Videos rübsen, außer ab und zu mal, wenn es rauskommt, aber das soll hier schon ein bisschen niveauvoll bleiben, ja. Ich will ja nicht meine Videos zu rübsen, also ist das nicht so schön. Oh, die hier wird präsentiert, oder er wird präsentiert von einer Frau, besser gesagt von einer Zombie-Frau. Komm her. Ich weiß schon, was du mir abbeißen willst, aber da kommst du nicht ran an meine Wurst. Boah, jetzt habe ich gedacht, der will mich schlagen, aber dabei ist es ein Kumpel, der Sam B. Ah, der ist so dunkel, der sieht aus wie ein Zombie. Hallöchen, Walker. Komm her. Oh, meine Waffe ist kaputt. Ich sollte vielleicht die Waffe wechseln, deswegen mache ich gar keinen Schaden, was irgendwie total unlogisch ist. Denn man sollte dennoch irgendwie Schaden machen können. Aber ja, das ist eben das, was ich hier am meisten bei der Dead Island immer zu kritisieren habe und immer kritisieren werde. Dass die Waffen einfach viel zu schnell sich abnutzen, was ja eigentlich ein Bullshit ist. Ich meine, mit so einem Hammer, wenn es jetzt im Real Life wäre. Ich könnte mit so einem Hammer mindestens 1000 Zombie-Köpfe einschlagen, ohne dass der kaputt geht. Warum sollte auch so ein Hammer kaputt gehen? Warum sollte ein fucking Hammer kaputt gehen? Der würde nie kaputt gehen. Der würde nie im Leben kaputt gehen. Ich könnte 1000 Zombies töten damit. Und der würde nie kaputt gehen. Aber der geht hier in diesem Scheißspiel kaputt. Und dann muss man auch noch so viel Geld bezahlen für die Reparatur. Ich kann mich einfach nur immer wieder wiederholen, aber das ist einfach nur Scheiße. Das gefällt mir nicht. Ah, hier ist noch ein Vetter. Komm, fick dich, Vetter. Fick dich, Vetter. Ich trete dir in die Wampe. Du blöde Schlampe. Komm, macht ihr da weiter. Ja, so ein Schlagring kann natürlich auch kaputt gehen. Ja, natürlich. Ah, gut, dass man hier reparieren kann. Ja, schau, das kostet ja auch verdammt wenig, ja. Aber gut, ich habe komischerweise viel Geld. Ich weiß nicht, woher ich das Geld habe, aber scheiß der Hund drauf. Ja, das ist dann doch lächerlich, dass man hier Geld bezahlen muss für so einen Scheiß. Ich meine, Zombie-Apokalypse, hallo. Oh, wollte ich das werfen? Ah, oh, ich bin tot. Ich bin umgeflogen. Ja, ja. $200 habe ich auch noch verloren. Wenn man stirbt, verliert man Geld. Ja, die Zombies stehlen einen das Geld natürlich. Ist ja logisch. Alles logisch. Komm her, du scheiß Walker. Und jetzt holen wir uns mal den Fetten hier. Was ist denn los da? Da schlagen drei Leute rein und nichts passiert. Los mit euch. Könnt ihr alle nichts, oder was? Könnt ihr alle nichts? Was ist denn du? Warte mal, ich brauche ein bisschen hier Ausdauer. Ja, der Sam Beater schaut einfach nur zu, der Arsch, ja. Ist ein cooler Hip-Hopper, aber hat nichts in der Hose. Ja, so sind sie alle. Ja, alle Hip-Hopper sind so. Alle Gangster-Hip-Hopper sind so wie der hier. Ja? Machen einen auf dicke Hose und dann, wenn es zum Ernstfall wird, dann bleiben sie hinten und schauen zu. So ist das eben, so ist das eben. Und die kleinen zierlichen Asiaten, ja, die hauen drauf. Die hauen drauf. Ne, die schaut auch nur zu. Dixian. Die schaut auch nur zu. Der Einzige, was hier was macht, ist der Logan. Logan und die Purna. Oh, die ist jetzt einfach mal so da durch den Boden durchgefallen. Habt ihr das gesehen? Die ist hier hoch und ist hier runtergefallen. Yeah. Verdammt cool, oder? Wieso ist sie überhaupt oben? Ah, sie kann schießen. Ja, aber schießen tut sie gar nicht. Die schaut nur zu. Guck mal, die wedelt nur mit der Waffe herum. Die fuchtelt nur damit rum, aber schießt nicht. Ja, das bringt sich viel. Der Einzige, der hier... Ah, jetzt Mr. Sam Hardy ist jetzt da dran, aber die machen gar nichts. Okay, die Xion geht jetzt wieder mal zu. Gut, dann kommen, holen wir uns den. Der heißt Mr. Dead. Der Mr. Tod. Alles klar. So, helft mir alle mit hier ein bisschen. Achten die. Und rennt weg. Naja, super. Hauen zu und laufen wieder weg. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Und wieso mache ich denn überhaupt keinen Damage? Warum mache ich denn keinen Damage? Meine Waffe ist doch... Nö, ich mache dem fast gar nichts. Was ist denn da los? Muss ich denn vielleicht was abschneiden oder so? Komm her, Mann, ich schneide dir deinen Penis ab.
falls er nicht schon abgefault ist. Okay, also dem macht man nicht wirklich viel Damage. Ist das ein Boss oder was? Das sieht aus, als ob das ein Boss wäre, ja. Mr. Dead, das ist ein Boss. Ein Boss-Fight ist das. Ja, ich habe nicht mehr viel Ausdauer, was soll ich machen? Ah, warte mal, ich könnte meinen Mode hier. Jawohl. So, jetzt bekommst du auf die Fresse. Survivor. Nee, willst mich verarschen? Survivor killed. Kann ich doch nichts dafür, wenn die so dumm sind, oder? Ah, load last save. Toll, ist mir jetzt wieder hier. Und jetzt kommen wieder tausende von Zombies daher. Oh Mann, Leute, ich habe direkt keinen Bock auf das Game. Direkt kein Bock direkt. Aber ich mach's dennoch, weil ich kann ja nicht so einen 5-Minuten-Part raushauen, also. Sowas geht nicht. Wenn ich ihn nicht aufnehmen würde, hätte ich jetzt hier so direkt alte 4 gedrückt. Ne? Hätte ich direkt keinen Bock mehr gehabt. Wäre schon meine Laune wieder im Keller. Und da, wo meine Leichen auch sind, ja. So. Ah, noch ein Kack-Zombie. Ja, die Ausdauer verschwindet natürlich so schnell und regeneriert sich wieder so schnell. Das ist voll logisch. Macht ja voll Sinn. Man schlägt dreimal zu und dann ist die Ausdauer futsch. Dann wartet man 2 Sekunden und ist wieder voll. Ja, ist bei mir auch so. Ich laufe 20 Kilometer ohne Pause und dann mache ich 1 Minute Pause und dann bin ich wieder voll da. Das ist normal. Ja, ich muss natürlich die ganzen Survivor hier helfen, weil sie alle dumm sind und sich alle packen lassen und sich selber nicht wehren können. Das ist ja auch wieder mal spitze. Kriege ich direkt wieder Bock weiterzuspielen. Ach, vielleicht auch noch rumgehauen von so einem Wichser. Ah. Ich bin sogar mittlerweile so weit gekommen, dass mir dieses Spiel nicht mehr im Koop Spaß machen würde. Ja, eigentlich habe ich es ja mit dem Kageyoshi geplant zu spielen, aber das Spiel ist, ja, Dead Island 1.5 halt eben. Ja, und da uns das 1er auch nicht so gut gefallen hat. Ich habe es ja ganz vor einem Jahr habe ich mal das 1er gemacht, da habe ich ein Let's Play gemacht, ja. War einer meiner ersten. Und dann wollten wir halt eben noch mit dem Andi und der Schwester meine Neuauflage machen, ja, von Dead Island, aber... Doch, wir hatten so keinen Bock auf das Game irgendwie dann nach einer kurzen Zeit. Es wollte keiner mehr irgendwie spielen. Und dann haben wir die Aufnahme abgeblasen, ja. Weil das Game einfach so beschissen ist. Das spiele ich lieber Left 4 Dead. Ah, bin wieder tot. Oh Mann. Na gut, ich bin wieder da. Und da ist wieder dieser Fede. Komm her. Du hast ein Loch im Rücken, Mann. Ein fettes Loch hast du im Rücken. Ein extrem fettes. Und die Ausdauer natürlich wieder futsch. Oh, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir auf die Nüsse. Hässliches Kackvieh, du. Oh, Mann. Da, wieder voll. Kann ich wieder ran. Machen die denn überhaupt eigentlich Damage oder schlagen die einfach nur so zum Spaß? Jetzt will ich mal gucken, ob die vielleicht da diesen Zombie mal alleine töten können. Okay, doch, doch, die machen schon Damage. Aber extrem wenig. Ja, haben sie gut gemacht. $700 hat er dabei gehabt. Holy shit. Das war ein reicher, toter Zombie. Spuck beim anders an, du fette Sau. Komm schon. Yes, let the monsters hit the floor. Oh, yeah. Sag sie an, mach was, sonst packe ich dich von hinten. Ich nehme dich so richtig durch. Oh, guck mal, auch wieder mal ein Glitch. Man sieht durch den Körper durch. Als ob sie gar keinen hätte. Komm, sie an, blas mir ein. Dann macht diese Zombie-Apokalypse wenigstens ein bisschen Spaß. Ah, da ist wieder dieser Mr. Dead. Oh, jetzt mache ich dem aber mehr Schaden. War das davor vielleicht ein Bug oder so? Kann das sein? Ja, würde mich nicht wundern bei diesem Spiel. Jetzt macht man dem wenigstens ein bisschen mehr Damage hier. Aber ich will nicht drauf gehen, ich muss aufpassen. Na komm, ich aktiviere mal meinen Ding hier. Und hau dir so mal dermaßen auf die Fresse, dass du gleich tot bist. Er ist schon tot. Yes. Slaughtering Fire Axe. Aber ich habe keinen Platz dafür, deswegen werde ich jetzt mal schnell Platz machen, ne? Drop. So, alles wegschmeißen hier. Und das nehmen wir. Ne, warte mal, das ist eigentlich ganz gut. Und so schmeißen wir das weg. Und das auch. Oh, das schmeißen wir nicht weg. Ich höre irgendwas mit Kettensäge.
So what do we do now? We continue with the plan, of course. Show me the map. Christ, is this it? What a mess. Ja, so hält sich wie die Map, ist kein Wunder, dass sie die gesehen. Even so, they're both in the flooded area, right? Yes. These entrances are inaccessible. I wouldn't necessarily rule them out. They might still be useful. Here's Kessler's place. Ich bin gerade mit meinem Stativ ein bisschen über das, mit dem Stuhl über das Stativ gefahren. Falls ihr was gehört haben solltet. Ja, mich interessiert jetzt Latte, was ihr da labert. Ja, was ist jetzt los? Was müssen wir jetzt machen? Was ist die nächste Story hier? Ich muss mal gucken, einfach hier auf der Map, auf der Quest. Main, ja, Track. Wo muss ich denn da hin? Ah, dahin, okay. Nee, ich will mit dir nicht sprechen. I know you're worried about Dr. Kessler, but he's not like Marcus. Dr. Kessler spent years assisting the World Health Organization and did groundbreaking research on how. Es ist mir so scheißegal, was er gemacht hat, Mann. So, los. Los, los, los. Strong Stilega. Was ist denn das? Ah, das ist das, oder? Yeah. Go to the research laboratory. Alles klar, da müssen wir jetzt also hinlangen. Wie komme ich denn da raus, Mann? Da komme ich raus. So. Könnte vielleicht sogar ganz witzig werden da drüben. Hoppala. Na, ich bin gleich mal wieder tot. Ist nicht so gut. Aber mir scheißegal, dann sterbe ich halt und dann komme ich halt wieder. Und verliere halt ein bisschen Money. Aber scheiß auf Money. Wer braucht Money? Keiner braucht Money. So, testen wir gleich mal diese Waffe aus hier. Ja, die, da wackelt extrem die Kamera und man hat eine fette Übersicht danach. Hey, geile Waffe. Ne, diese Waffe ist beschissen, Leute. Wieso habe ich die überhaupt genommen? Die ist gar nicht mehr so gut. Obwohl, doch, doch, die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das ist ein Cricket-Schläger ist das. Wie es aussieht. Gar nicht mal so übel. So, Moment, ich muss ganz kurz mein Stativ so ein bisschen bewegen. So, ich hoffe, man hört das nicht. Damit ich hier ein bisschen feiner sitzen kann. Nein, komm wieder zurück, du Scheißding. Wartet mal, das geht wieder weg. Sorry, Leute, aber... So, bleib jetzt so. Nö, das bleibt nicht so, das geht wieder nach vorne. Na gut, egal, dann ist mein Boden wohl schief. Ah, jetzt geht's halbwegs. Okay. Ich schätze mal, das hier ist der Weg. Da muss ich lang. Dann laufen wir halt noch ein bisschen. Ich glaube aber nicht, dass es hier wirklich spannend wird. Aha, ja, fette rote Hände. Wer zum Teufel hat so eine große Hand, Mann? Sorry. Ja, ich will nicht kicken, ich will weiterlaufen hier. Oh ja, euch lasse ich fressen. Macht weiter einfach. Tut so, als ob ich gar nicht vorbeigelaufen wäre. Ich bin gar nicht da. Ja, drüber gejumpt hier. Oh, da gibt es eine Karre. Sehr schön, dann kann ich mit dem Auto da nämlich hinfahren. Wenn ich wüsste, wo ich überhaupt hinfahren muss. Ich denke mal da lang, oder? Das kann schon leicht sein. Oh, ich sehe nichts. Ja, einfach mal schön durchgeschlagen mit der Hand. Passiert ja nichts mehr. Ich meine, man reißt sich natürlich nicht die ganzen Arme auf. Ist ja nur Glas. War ich hier nicht schon, Leute? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Es kann sein, dass ich das hier schon gemacht habe davor. Den Kapitel Nummer 3. Habe ich euch das schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Also hier war ich mal bestimmt nicht, das weiß ich. Way of Science. Hey, hallo. Found Kessler's Outpost. Das ist so ein Kack-Dialekt, Mann. Better keep my guard up. Better keep my guard up. There's an intercom. Let's see if he answers. Hammer. Sehr schön. Dr. Kessler, open the door. Open. What do you want?
Da hängt sich hier alles so scheiße an hier. Sir, it's about your research. I read your study on the Kuru disease. It was bloody brilliant. That's what I wanted to talk to you about. I swear I can't get a moment's peace around here. Very well, come in. Bloody. Ja, das ist ein Brite. Die sagen alle bloody. Sind halt ein bisschen doof halt. Ja. So, wer ist denn das für ein, Typ überhaupt? Oh! Sieht aber nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Holy shit, das kommt jetzt nicht als Gegner daher, oder? Ja, das kommt nicht. Okay, doch nicht. Hallo, Dr. Kessler. I need information about the tunnels from the war. Specifically, which one goes to Henderson. Marcus Villa told. Fresse halten. Yeah, well, he wanted some. Wait a moment. Guck mal, wie viel die labern. Boah. Ich wäre ja locker 5 Minuten am Labern. Aber sowas von locker. Hat sich ja irgendwie ein Deutscher. Hat, glaube ich, das war so ein bisschen ein deutscher Dialekt, was er drauf hat. Der Dr. Kessler. Oh ja, schaut mal. Oh ja, wunderbar. Oh ja. Oh ja, ja. Ich bin ein bisschen nekrophil, wisst ihr? Oh ja, sehr gut. Oh ja. Okay. Ein Faun hat er dabei. Gut. Dann kommt er. Ich töte euch alle. Wie komme ich. What the fuck? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Verdammt. Ich will da rauf. Ich will dich töten. Na gut, dann töte ich halt dich. Komm her. Ja, ich hab gedacht, ihr seid vielleicht ein bisschen stark oder so, aber seid ihr gar nicht. Nö, wir sind überhaupt nicht stark. Okay, das war ein netter Move von mir. Ja, die sind ja voll easy irgendwie. Aber wie kriege ich denn da oben? Da oben sind zwei, wie kriege ich die? Kommt der nicht hoch? Na gut, dann hole ich mir zuerst mal die anderen, die finde da dann später wahrscheinlich einen Weg, wie ich da hoch kann. Hier sollte auch irgendwo einer sein. Auch da oben. Die sind alle da oben. Komme ich denn da auch nach oben? Okay, da ist wieder einer. Und in your face. Oh shit, vorbei. Total easy irgendwie. Ah, Leiter. Mit Leiter geht nach oben. Ich habe immer noch Soundbugs, hört ihr das? Ich musste auch den Sound auf 16-Bit umstellen. Damit das funktioniert. Das war beim ersten Teil auch schon so. Oh, jetzt bin ich tot. Jo, sind die also doch nicht mal ganz so ungefähr. Ganz so ungefährlich. die Kackdinger, ey. Okay, ich bin ja immer wieder oben. Das passt gut. So, in your face. Und bam. Sehr schön. Und mit dir machen wir das Gleiche. Oh, extrem easy. Und dieser Hammer haltet wenigstens was aus hier. Wow. Und. Komm schon. Yes. Da. Oh, das ist also ein Boss, wie es ausschaut. Ja, das ist ein Boss. Der macht ein bisschen mehr Aua. Dann werde ich erstmal diese Lappen hier loswerden. Yes, ein Schlag, zwei erwischt. Okay, oh fuck, da kommen noch mehr. Okay, okay, ich muss hier aufpassen. Gibt's hier noch was? Ja, da gibt's den Energy Drink. Aber ich glaube, da wird mir nicht mehr bringen. Ich werde hier, glaube ich, dennoch sterben. Ja, ich werde dennoch sterben. Mal gucken, wo ich jetzt hier noch hinkomme. Ich habe nämlich Bock, jetzt die zu töten da. Ja, weil die sind fun irgendwie. Komm her. Und Bams.
Jawohl. Also der Hammer haltet Thema wenigstens mehr aus. Das ist cool. Das sieht man schon hier. Den kann ich auch gar nicht umhauen. Mich kann er umhauen. Naja. Gut, er trifft mich dennoch. Also ausweichen kann man hier nicht. Na komm. Rage Mode von mir. Mach einen Rage Mode, Mann. Rage Mode. Geht nicht. Ja, passt schon. Ich will den jetzt down kriegen, verdammt. Wieso geht mein Rage Mode nicht? Vielleicht muss ich ihn noch einen normalen töten. Bin ich da noch nicht voll? Ja, ich bin noch nicht ganz voll. Ich muss erst voll machen. Gut, dann versuche ich mal die anderen noch hier schnell zu töten, bevor ich dann zu diesem Boss komme. Und dann töte ich dann im Rage Mode. Dann ist er eigentlich gar nicht mal so schwer dann. Komm schon. Ja, weil. Jetzt hänge ich hier, oder was? Na, geht wieder. So. Ich möchte in den Rage-Mode, verdammt. Ich muss noch einen einzigen Zombie killen, dann geht das. Komm her. Bam. Okay, geht doch nicht. Oh, es ist ein Grenadier. Okay, das ist also wieder was anderes. Wieder ein neues Spezies. Was macht denn der? Luftgranaten, oder was? Okay, den kann man nicht umkicken. Schade. Jawohl. So, mein Rage Mode ist aber immer noch nicht voll. Ah, oh, Mann. Warte mal, da hat irgendwas da. Aha, ein Quest-Item. Das brauche ich also auch noch. Ich brauche ein Quest-Item. Alles klar. So, ich werde mal hier kurz noch runde. Denn da ist auch noch einer. Auch ein Grenadier. Okay, ich mache dem echt wenig Damage, muss ich leider zugeben. Ich werde hier wieder drauf gehen. Man geht in diesem Spiel hier verdammt schnell und oft down, wie man merkt. Ja, ist einfach so. Das ist schon einfach so. Da kann man nichts dagegen machen, weißt du? So, jetzt nochmal. Oder habe ich da vielleicht einfach eine bessere Waffe, die ich gegen einsetzen kann? Kann auch sein. Ja, das macht noch weniger Damage. Und der hier? Da sehe ich gar nicht, wie viel Damage ich mache, weil ich nicht mal wirklich sehe, wie ich zuschlage. Das haben sie ein bisschen übertrieben hier. Ah, Mann, da geht mir auf den Sack. Geht mir auf den Sack, Alter. Ah, ja, ich werde wieder drauf gehen, also. Oh Mann, du hast Verdauungsprobleme, Mann, wie es aussieht. Das hört sich zumindest so an bei dir. Jawohl, den haben wir auch noch. Jawohl. Ich muss ganz kurz mal ins Inventar gucken, was meine stärkste Waffe hier ist. Dann nehmen wir das hier. Ah, damit geht's hier schon um deutlich besser, doch. Damit geht das deutlich besser. So, einer ist ja noch da oben, aber wie komme ich denn da hin? Von da drüben, also muss ich wieder hier rüber. Jawohl, euch lasse ich mal schön liegen. Ihr könnt mich mal. Na toll, der hat mich jetzt umgebracht. Gott, wo ich gesagt habe, wir könnten mich mal und die haben mich jetzt umgebracht. So, wir machen hier ein 30-Minuten-Gameplay draus. Ich möchte das jetzt nämlich noch schaffen. Ich möchte das hier noch zu Ende bringen. Ich denke, das schaffe ich in den nächsten 5 Minuten. Naja, nicht wenn ich hier in diesem Gras bleibe. Ah, raus hier. So, wieder mal die Leiter nehmen hier und dann kann ich die letzten hier noch wegrotzen. Und ab nach oben.
Ah, da kommt der erste schon entgegen. Okay. So, haut ab, Mann. Ich muss nur den töten da. Der, was da drüben steht. Der, was da markiert ist. Den muss ich killen. Ist das wieder so ein Grenadier oder was? Ja, ist wieder ein Grenadier. Naja, man sollte nicht ohne Ausdauer rangehen. Die ja hier mit ein paar Schlägen wieder komplett weg ist. Das ist so toll. So, der ist auch down. Alles klar. Und jetzt, was ist jetzt? Kann ich jetzt wieder zurück zu dem Typen? Warte mal, von da kann man den auch. Schaut mal. Ja, ich will zu dir draufjumpen hier. Wieso geht das nicht? Dann komm du halt her. Ja, so geht's auch. Wo muss ich jetzt hin, Mann? Ich hab doch jetzt das gemacht hier. Wo ist er denn, der Doktor? That's the last one. Time to haul ass. Was? Time to haul ass? Soll denn das sein? So, Dr. Keschler. Gut, gut. Now I. Oh, you can't be saying doing. Und the pin? Here, do it. Okay, you will feel a little prick. Nothing to worry about. Do this task for me and the map is yours. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Ah, oh, Jesus Christ on a pony. Jesus Christ on a pony. I was merely trying to lighten the mood. Och, it'll only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Ja, das ist ein Deutscher. I've got your results. Results? You are completely resistant to the virus. I already knew that, Kessler. No, it is not what you think. You need to be very careful. Ja. In the 50, jetzt geht er in die 50er auch noch. Guck mal, wie die labern, ey. Ja, jetzt habe ich die Map of the Tunnels und habe ich nicht irgendeine Waffe bekommen auch. Habe ich nicht die Waffe bekommen? Nee, hat mir keine Waffe gegeben. Arschloch. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. Tunnels might be a problem though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I'm gonna find the entrance to the tunnels. That's it. Ah, jetzt kann ich mir was holen. Alles klar. Habe ich mir gedacht, dass das eine Waffe geben muss. Ja. Was ist denn das? Eine Quick Stun Gun. Die will ich mir jetzt mal anschauen. Ah, die habe ich schon da. Okay. Was ist das? Aha. Ah, jetzt sieht man die erst. Okay. Ja. Gut. Na gut, Leute. Dann mache ich hier mal einen kleinen Cut. Ja, mal schauen, ob noch ein Gameplay rauskommt, wenn ich mal wieder Bock habe. Ich denke schon, aber es könnte sich noch ein bisschen ziehen, bis ich hier wieder weiterspiele. Ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Gameplay. Tschüss!